So, was ist hier los? Ich glaube, das sind jetzt alles hier Vorbereitungsräume für den Endkampf oder wir sind beim Endkampf. Das sieht mir wie ein Kokon aus. Es ist Whitley. Mir kann man sagen, was man will, das muss Whitley sein, aber dann sehen wir hier mal, wie Whitley entsteht. Das ist dieses Insektenvieh, was wir vorher hatten. Ach, das ist aus diesen einen gesprungen. Jetzt check ich das. Das ist aus diesem kleinen Wesen rausgekommen. Guck mal, hier ist auch Lava. Ich habe mich schon gefragt, ja, Whitley muss eigentlich in so einer Lava-Welt sein und so. Wir waren da auf YouTube, habe ich gesehen, dass damals einen neuen Code entdeckt hat. Dass Datamind einen neuen Code entdeckt hat. Für Animal Crossing oder was meinst du? Und für was genau? Ich weiß, bei Animal Crossing gibt es auf jeden Fall ein paar neue Sachen oder Verweise, dass da so Kleinigkeiten noch reinkommen, wie neue Möbel. Sieht mir sehr aus, als würden wir hier gleich die Sprungfähigkeit kriegen, dass wir öfter springen können. Ich weiß aber den Namen dafür leider nicht. Geothermik. Ach, und die Supermiss fehlt uns ja noch und die Powerbombe fehlt uns auch noch. Wir nehmen kurz das nächste Update oder Verbesserung. Okay, und war da irgendwas Interessantes bei? Ein Energietank hier? Das ist mehr als faszinierend. Das ist sehr unnormal. Das ist noch unnormaler. Warum kriegt man jetzt hier so viel Zeug? Warum kriegt man hier jetzt so viel Zeug? Das ist ein Bossraum. Ich hab so Bock, ne? Ich hab so Bock. Ich hoffe, dass der Kampf geil wird. Ja. Das ist Whitley. Das ist so gut inszeniert. Boah, sieht man echt nichts. Da muss ich sogar sagen, finde ich sogar ganz geil, wie die das hier gemacht haben. Also da, diese Stelle meine ich jetzt hier, weil jetzt musst du das Vieh suchen. Und wenn es jetzt langsam zu viel... So, ich muss den Ausgang suchen. Ja, der ist jetzt futsch. Die Verbesserung für, von dem Spiel mit Gegenständen, doch keine altbekannten Namen. Okay. Jetzt danke. So, ich habe nicht gelesen, was das ist, aber ich kann jetzt auf jeden Fall. Jetzt kommt da bestimmt Lava raus oder so? Ja. Und jetzt sehen wir hier besser. Jetzt ist das auch so eine Kampfstage, wie man es kennt. Ja, da ist er. Jetzt endlich mal voll. Hat aber irgendwie sich jetzt ein bisschen gezogen. Samus, alter Erzrivale.
Das ist schon irgendwie komisch, weil das ist, glaube ich, der dritte Whitley nach dem Kanon. Ach ja, Whitley hat... Ich meine, ein Whitley hat die Eltern getötet. Deswegen hat Samus da so Probleme. Das ist so, glaube ich, im Manga wird das erklärt. Ich finde das echt komisch. Das ist. Samus hat canon-technisch dreimal Whitley besiegt, also mit Mecha mit Whitley. Und jetzt kriegt es dich hin, weil wegen emotionalen Sachen. Also ja, verstehe ich, aber das ist schon echt schwach, wirkt das. Nicht mal ein Anzug. Ja, nur. Das ist ja dann ein anderer Whitley, das ist ja dann nicht derselbe. Also, das ist ja. Also, für mich wirkt immer Whitley wie einfach so eine Kreatur. Wieso hat ihren Anzug dich? Müssen wir jetzt als Seozut Samus kämpfen? Nee, dachte schon. Also geil die Katze genau ist, aber... Grapple Beam, Grapple Beam! Na, der ist jetzt futsch. Plasma Beam. Effekt erhöht zugefügten Schaden, Nebeneffekt durchdringt Gegner. Ja, die Musik. Whitley sieht hier schon echt kacke aus, so. So muskulös irgendwie. Oh shit. Okay, ich glaube beim First Try kriegen wir das nicht hin. Au, au, au. Okay, Whitley ist auch hier irgendwie sehr OP. Ja, kriegen wir nicht hin. Scheiße. Oh Gott! Hä? Schießt der nicht? Okay. Ja. Ist übrigens, warum Whitley Whitley heißt? Whitley heißt Whitley wegen Whitley Scott, den Typen, der Alien gemacht hat. Ich bin gesprungen. Weil eigentlich das ganze Metroid-Ding ist eine sehr große Parallele zu den Alien-Filmen. Oh, der macht die Schwanzattacke. Sehr faszinierend. Also sie hatte nie Probleme gegen Whitley zu kämpfen, jetzt hatte sie es. Ja, ich verstehe auch echt nicht wieso. Also ja, ich weiß, dass das sehr emotional ist, aber das ist ja halt echt über... überaufgeblasen, wenn ich das mal so sagen darf.
Also von Alien-Filmen. Ja, genau. Der hat die Alien-Filme gemacht. Ich habe auch irgendwie voll Bock, schon seit gestern die zu gucken. Ich weiß auch nicht, wieso wir haben Wetley gleich. Ich mag, dass die eine Energieanzeige haben. Also. Und wir sind wieder tot. Okay. Bei den alten Spielen ist das ja so, dass die dann immer weiter rot leuchten. Und hier ist das halt so, dass sie eine Energieanzeige haben. Das finde ich eigentlich ein schöner Ausgleich. Okay. Also was ich sehr faszinierend an dem Spiel finde, ist, hab ich vergessen, was ich sagen wollte. Nein. Ja, danke, Spiel. Schon wieder. Ach Mann! Okay. Dieses Ausweichen und Nachladen und ich sage, ich find's, also das mit dem Nachladen ist für mich die schwächste Sache im Spiel. Ich find's halt echt geil, wenn man halt wirklich in jeder Phase halt einfach seine Punkte bekommt und gut ist, aber okay, versuchen wir es nochmal. Ja, hat schon wieder nicht gemacht. So, jetzt aber.
Jetzt sieht gut aus. Ja, wir haben's. Oh, drittes Mal oder wie oft? Oder vier? Kackvieh. Es könnte nicht das letzte Mal gewesen sein. Also ich weiß auch gar nicht, in der Chronologie, also in der Chronologie in Fusion sehen wir zwar kurz Ridley, aber wir kämpfen nicht gegen Ridley. Wir kämpfen gegen so eine Mischung aus Ridley und so einen X-Parasiten. Aber ich glaube, sonst... Oh, okay. Ich dachte, jetzt muss ich schnell drücken. Oh. Ist er jetzt geflohen? I wondered if Anthony was conscious as he hit bottom. Unbearable thoughts welled up in me, making me want to get as far away as I could. I regretted not being able to protect him. Er ist bestimmt nicht gestorben. And I regretted thinking, even for a moment, that he would betray me. Or fail to come to my aid at the expense of his own safety. Das ist der Böse. Das deutet alles darauf hin. Das deutet alles darauf hin. Ja, der Kampf war echt krass. Also der Kampf war wirklich krass. Warum sind hier überall so kleine Dinger? Okay, ich kann da nicht überall. Der wurde irgendwie gerettet. Der hat sich bestimmt irgendwo festgehalten. Ich glaube, er ist der Bösewicht. Das würde alles dazu sprechen. Allein jetzt, dass sie denkt, nein, er ist es nicht. Das ist so typische. Das in jedem Film und so, wo man denkt, ey, ist der Böse oder nicht. Jetzt kommen wir endlich durch die Türen. Geil. Danke, Spiel. Ich frage mich aber, wer hier der Endgegner ist. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo Dark Samus war, aber ich glaube, das war ein Prime. Ich habe auch keine Ahnung. Ach, guck mal, jetzt sind wir wieder hier. Sehr, sehr schön. Okay, da links ist eh zu. Ja. Okay. Ist hier rechts jetzt? Warte mal. Ach ja, das wird mir ja gar nicht. Wieder rechts ist offen. Wumm. Ne, hier muss ich nirgendwo hin. Also ich glaube, ich muss mit dem Fahrstuhl fahren. Something was gnawing at me. Communication with Adam had ceased. What? From the Deleter's point of view, Adam would represent the largest threat. Und jetzt deutet halt alles auf Adam hin. Dann denken wir, es ist Adam. Und dann kam doch raus, dass es doch dieser Anthony war oder wie der hieß. He wouldn't go down easily. And Adam would already know about the Deleter. So there's no way he would let his guard down. If that was the case, then why couldn't I reach him? What did he think of the unfolding situation? And what was he planning to do next?
racing thoughts started to frustrate me. Tja, deswegen nicht so viel nachdenken. So. Das ist sehr verdächtig. So wird das überall gedreht. Ja, es ist sehr oft halt ähnliche Erzählstränge bei solchen Sachen. Nummer 1. Ja, ist doch der einzige Weg, der uns auch. Das finde ich auch kacke. Warum sind die Türen dann zu? Ja. Alle Türen sind zu, nur die hier nicht. Ja, wo soll ich denn hingehen? Ich finde auch geil, dass der andere schon längst unten nach unten gefahren ist in der Zeit. Okay. So. Sequence complete. Process successful.